Ja, im gleichen Ladescreen wie die letzte Folge beendet wurde, fängt diese an. Hier ist wieder der Kerl ohne Hose irgendwie aufgestanden. Hier haben wir Callisto und wo ein kommt ihr her? Spektakel, findet meine ihr nicht? Fresse. Das unterdrückte Volk erhebt sich gegen seinen Peiniger. Ihnen dürstet nach Freiheit. Sie wollen frei sein und kämpfen dafür. Yeah. Ja, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der sie täglich erobern muss. Ja. Ihr kommt mit mir in den Palast. Alle anderen werden hier draußen warten. Dein Wunsch ist mir nicht Befehl, aber ich muss trotzdem. Hier treffen wir wieder Kim. Du schaffst das. Zahl ihm alles heim, was er dem Orden angetan hat. Ja, wir werden ja auch wunderbar motiviert, dem Baratheon in den Arsch zu treten oder beziehungsweise zu schießen. Callisto kommt nicht mit, wir sind nur zu zweit. Und wir können an dem Ort nicht rasten, schade. Ich kann das Tor auch aufschließen. Wahrscheinlich, wenn wir alleine reingegangen wären, hätten wir es dann nicht aufschließen können. Und hier ist auch schon wieder dieser wunderbare rote Dämmerschein. Und da vorne steht Baratheon. Und wir haben Bug ausgelöst. Wobei, das interessiert mich jetzt. Also ich denke mal, dass ihr das normal in einem normalen Spiel nicht sehen solltet. Ja, auch das Problem an der Sache ist, ich habe ja, wie erwähnt, bereits erwähnt, schon mal gemoddet, das Problem, warum man nicht mit der Waffe kämpft, ist, dass das System automatisch die Waffe nimmt, mit der er am besten ist. Und standardmäßig ist es in Morrowind und scheinbar auch in Oblivion so, dass die stärkstmögliche Waffe bei denen alle Nahkampf ist. Standardmäßig. Deswegen kämpfen die hier mit. Dings mit ihren Fäusten, anstatt mit ihrer Waffe. Ah, gut. Sieh an, sieh an. Da vorne steht ja das Objekt meiner Begierde. Also irgendwie macht der Kerl mir langsam Angst. Feigling! Los, ihr müsst ihn verfolgen! Ich kümmere mich um die Magier! Okay. Baratheon ist tief in den Palast hineingeflogen. Ich muss ihm folgen, während sich Arantheon um seine Schergen kümmert. Ich finde es eher etwas sinnlos, warum wir uns jetzt nicht um die Schergen kümmern. Verfolgt den Kanzler, los! Warum jetzt wir ihn verfolgen? Das ist eigentlich ein bisschen sehr sinnlos, weil eigentlich soll Arantheon ja ihn töten und nicht wir. Ziemt es sich denn für den Verräter auch noch zu fliehen? Hat er nicht einmal den Mut, sich mannhaft seiner Strafe zu stellen? Den Mut hätte ich wohl. Allein mir fehlt die Torheit. Es mangelt euch vor allem an Demut und Ehrgefühl. Ihr, die ihr Arantheal befreit habt, glaubt nicht, dass ihr damit irgendetwas zum Besseren gewendet habt. Schwätzer! Was könnte ehrenvoller sein, als den Verräter zum Schafott zu führen? Er wird euch belügen. Das sagt ein Lügner selbst! Mag ich nur noch sterben, ihr Nächste werdet ihr sein. Ja, das ist interessant, wen er damit meint. Uns oder Arantheal? Ich bin gleich bei euch. So, wir folgen ihm. Immer weiter, immer höher. Wir hören schon gar nicht mehr seine Schritte, da ist er. Wir hinterlassen mal einen Pfeil als Markierung. Da ist Baratheon. Und ja, wir sind in der Wildnis. In der Wildnis der Höhen des Palastes. Und darum steht unser Lieblingsgegner Baratheon. Da lohnt es sich mal. Ein Narr ist er. Die Weite zu aktivieren. Ein Narr? Auch das kränkt mich doch schon ein bisschen. Die lustigsten Situationen und die machen die besten Sprüche. Ich habe richtig gehandelt, indem ich mich von dir abwandte. Du wirst wieder scheitern, genauso wie damals. Den letzten schlechten, leeren Augenblick. Der Arme wünscht, ihn festzuhalten. Jetzt, losgelöst von allem Glück. Umringt von seines Albtraums fleischgewordenen Gestalt. Das hat er sich sicher schon mal aufgeschrieben. Du wirst mich töten.
Eher vollbringe ich dies selbst. Lauf. Steht still. Du bekommst mich nicht. Steht still. Sie schweigt wie Mitternacht. Du bekommst mich nicht. Der Zeiger fällt. Der hat sich selber weggeschleudert. Er fällt. Es ist vollbracht. Muhaha. Nein. Baratheon hat sie zum letzten Mal aufgebahrt und sich vom Turm gestürzt, anstatt sich von Arantel töten zu lassen. Und er hat seine Kleidung gewechselt. Die sieht ein bisschen besser aus, nur da unten habt ihr gesehen, ist ein kleiner Grafikfehler. Jetzt ist der Hemmschuh des Ordens kein Hindernis mehr. Der Hemmschuh? Wir können uns nun ganz und gar unserem eigentlichen Ziel widmen und für die Freiheit der Menschen. Der Lichtgeborenen beenden. Gehen wir nach unten. Naja. Es gibt ja etwas ganz Spezielles, das ich dafür benötige. Also der wird immer perverser irgendwie. Können wir... Ich hätte mir zu gern nochmal Baratheon angeguckt. Wir deaktivieren schnell nochmal die Weitsicht. Und treffen Kim wieder und... Ja. Er sitzt vom Stuhl. Er ist Gott. Uhu, er ist Chuck Norris. Jetzt, da ich mich voll darauf konzentrieren kann, die Vorherbestimmung des Tel Imaltat zu erfüllen... Der Schattengottes. ...benötige ich etwas, das mir genau dabei helfen soll. Ich rede von der Vorherbestimmung selbst, von ihrer Niederschrift, um genau zu sein. Nun kann ich nicht behaupten, dass mir die Voraussetzungen, ein Schattengott zu werden, nicht hinlänglich bekannt wären, weshalb ich dieser Niederschrift eigentlich nicht bedürfte. Jedoch fehlt mir in meinem Wissen ein entscheidender Baustein, der Schlussstein, der als letztes eingefügt wird und auf dem letztlich alles lastet. Ihr und Kim werdet die Niederschrift bergen. Ich selbst habe sie einst aus der Bibliothek Treomars in eine Festung bringen lassen, nachdem es mir gelungen war, den lichtgeborenen Erodan zu töten. Die Paladine aus dem Heer der Lichtgeborenen, die sich mir in den Weg stellten, rief ich aus der Unterwelt zurück und befahl ihnen, die Schrift zu bewachen. Ja. Sie weilen immer noch dort. Es ist ihnen nicht möglich, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Ihr ganzes Sein ist nur darauf ausgerichtet, alles und jeden daran zu hindern, die Schrift zu entwenden. Als ich ihnen dies befahl, rechnete ich nicht damit, den Text jemals wieder zu brauchen. Während meiner Gefangenschaft aber habe ich gewisse Dinge erfahren. Von Fischen. Er spricht mit Fischen. Dinge, über die ich mir Gewissheit verschaffen muss. Aber ich schweife ab. Die Festung jedenfalls liegt ganz im Norden Nerims. Früher benutzten sie diese verblendeten Paladine als Gebetsstätte an ihren Schöpfer. Es ist ein recht weiter Weg. Wenn ihr möchtet, kann ich euch und Kim in die Nähe bringen. Ach ja, und eines noch. Die Paladine sind mehr oder weniger untot, also könnt ihr sie nicht auf herkömmliche Weise töten. Ihr müsst ja, sie zuerst niederschlagen, bis sie sich nicht mehr rühren ist ein ganz und schönes, sie dann mit diesem Zauber hier belegen. Schönes Merkmal von Nerim, dass man dann immer für spezielle Gegner Merkt spezielle Zauber benutzen muss. Aber. Soll ich euch beide sofort in... Jetzt muss ich überlegen. Also, habe ich hier noch irgendwas zu tun? Nein. Also, ja. Dann Bitte, Spiel, stürz doch nicht jetzt ab. Du bist doch scheiße, ey. Och Gott. Warum? Warum Oblivion? Warum? Ja, es ist nicht Nerim, es ist Oblivion, sagt zumindest Microsoft. Ja. Oblivion funktioniert nicht mehr. Wir sehen uns dann. Ja, gut. Von der Zeit her ist es ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich denke, das könnt ihr auch mal verkraften. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Ciao.